In diesem Video möchten wir Ihnen den TSE 5003 vorstellen. Der TSE 5003 ist ein Set mit einem E-Key, sprich einem elektronischen Funkschlüssel und einem Doppelknopfzünder. In diesem Set wird auf die Tastatur verzichtet, die gibt es also hier nicht. Zylinder und E-Key sind bereits aufeinander eingelernt. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 48 weitere Transponder zu verwenden, sprich E-Keys. Diese empfehlen wir Ihnen natürlich mit der entsprechenden Software zu verwalten bzw. bei uns im Hause kostenlos gleich programmiert zu bekommen. Der E-Key ist ein eigenständiger Schlüssel. Dieser sendet ein Signal an den Schließzylinder und der Schließzylinder kann sozusagen von außen entsprechend betätigt werden. Sie sehen, im Ruhezustand kann der Knauf außen gedreht werden, aber der Zylinder bzw. die Schließnase dreht sich nicht mit. Wenn ich jetzt entsprechend den E-Key drücke, rastet der Zünder ein und Sie können 8 Sekunden lang auf- oder zuschließen. Über die entsprechende Software kann natürlich auch konfiguriert werden, wer welchen Transponder besitzt und wann er welchen benutzen darf. Das, denke ich, versteht sich von selbst. Der elektronische Doppelknopfzünder wird in die Tür eingebaut wie ein mechanischer Schließzünder. Sie sehen, der Außenknopf ist abnehmbar. Der Körper entspricht einem normalen Profilzünder. Sie stecken diesen in die Tür rein. Mittels Stulpschraube wird dieser befestigt. Und das war es auch schon zur Montage. Wir reden hier von 1 bis 2 Minuten. Länger brauchen wir dafür nicht. Der Schließzünder hat eine Lebensdauer zwischen 120 und 140.000 Schließungen. Ohne die Berücksichtigung der Batterieentladung kommen wir damit also einige Zeit hin. Auch der Notschlüssel ist hier wieder zum Einsatz gekommen. Der Notschlüssel soll Ihnen ermöglichen, bei Batteriezusammenbruch oder bei vergessenem Tausch der Batterien den Zünder jederzeit von außen zerstörungsfrei öffnen zu können. Und dem einen oder anderen hat das sicherlich auch schon den teuren Schlüsseldienst erspart. Das sei es zum TSE 5003 zu sagen. Natürlich ist der E-Key auf mehreren Zylindern verwendbar. Also stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere von diesen TSE-Schließzylindern, dann können Sie wie bei einer Schließanlage entscheiden, welcher E-Key schließt welchen Zylinder. Bedeutet also, was weiß ich, der Chef in einer Firma kann mit dem E-Key alle Zylinder schließen, während verschiedene Mitarbeiter nur einen Teil schließen können. Diese Konfiguration ist jederzeit änderbar über die Software, wird auch kabellos auf den Zylinder übertragen. Eine Auslesung des Zylinders ist auch möglich, sodass der Zylinder jederzeit auch bei Schlüsselverlust oder Ähnlichem umprogrammiert werden kann. Das sei es zum TSE 5011 zu sagen.